Herzlich willkommen zurück zum Police Simulator Patrol Officer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter mit unserer Schicht. So, gucken wir mal, ob wir Tag Urlaub nehmen. Naja, können wir machen. Warte mal. Wo machen wir denn heute mal wieder was? Der Kombi. Chester. Buffert Landing. Ja, Buffert Landing. Nachtschicht machen. Kann ich da runterstellen? Ne, kann ich nicht. Gerne hochstellen. Egal, machen wir weiter. Fußstreife bei Nacht. Ich habe jetzt tatsächlich durch die Dings nur Nacht, oder was? So, wir brauchen 30 Erfahrungspunkte, um den Stern voll zu machen. Was haben wir denn heute für Aufgaben? Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. So, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir. Na gut, in der Nacht Raser wird mir schon schwierig sein. Warte mal. Halt. Ja. Helden! Bisschen fix unterwegs, mein Freund. Das sind jetzt 35. So, wir haben jetzt Donnerstag heute. Heute machen wir uns auf jeden Fall den 7. Stern zu. So, warte mal. Radapistol ausrüsten. Super. Ja, Nacht ist ja immer so viel los. Nacht ist ja immer so viel los. Ja, der war bei 36 ganz kurz. Ich hätte ihn gerne gehabt. Scheiße! Der war bei 37. Und ich hätte klugscheißen können, aber trotzdem, ich wollte ihn haben. Das ist ein scheiß Raser. 2 km/h zu schnell, das geht mal gar nicht. So, die kriege ich noch da vorne. Dich kriege ich noch, mein Freund. Ansprechen, festhalten, wegen unerlaubter Straße. Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Nein, bin ich nicht. Sie müssen sich irren. Doch, das bist du. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Gut. Haitau Gau oder Gau Haitau. Okay. So, kannst auf jeden Fall erstmal Verstoß bestrafen, weil er die Straße überquert hat. Echt ein Strafzettel. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Oh, Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, jedenfalls hat er zumindest mal sagen. So das Taxi da vorne, den muss ich mal kontrollieren. Das Taxi da vorne, das raucht mir extrem. Die Frage ist, bleibt die Ampel grün? Ja, wenn die Ampel jetzt rot grün wird, dann bleibt die Ampel rot, ja. Digga, Keller ausrüsten.
Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Gut, dich will ich kontrollieren. Frage, bist du schon... Aha, warte mal, warte. Hi. Ja, hallo, ich... Hey. Ja, der hat mich jetzt kontrolliert, genau. So, du rauchst ein bisschen zu stark, das habe ich jetzt gerade mitbekommen. Fahrer, Fahrzeug, qualmender Auspuff. Ich muss Sie festhalten, weil Sie mit einem qualmenden Auspuff fahren. Tut mir leid, ich hoffe, ich habe niemandem geschadet. Na, außer der Umwelt wahrscheinlich. Machen wir mal einen Führerschein. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, die heißt Georgia Zeng. Abgelaufen 25, dürfte eine Waffe haben. 3 To 83. Georgia Zeng, okay. So, gucken wir mal, ob das Auto passt. Checken wir mal kurz das Kennzeichen nach. Ja, ist okay. So, du kriegst auf jeden Fall erstmal einen Verstoß für das Fahrzeug. Für den qualmenden Auspuff. Hier ist ein Strafzettel für einen qualmenden Auspuff. Das wird zwischen 300 und 400 Dollar kosten. Boah. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, du kannst aber doch aussteigen. Komm her. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Vielleicht hast du ja noch irgendwas. Ich will mal ganz kurz so kontrollieren. Habt ihr nicht irgendwie... Machen wir mal einen Test. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nee, jetzt noch nicht. Bist du unter Drogeneinfluss? Weil wir brauchen ja nicht durchsuchen, wenn der negativ ist. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So. Nö, alles negativ. Theoretisch kann ich sie laufen lassen, weil die hat ja nichts gemacht. Laufen lassen. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So, machen wir die. Bringen wir die mal ganz kurz fertig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Passt. 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 Warte mal, könnt ihr aber, guck mal, warte mal, Polizeicomputer oder was? Hähnchen. Gehen wir mal Polizeicomputer, aber das Fahrzeug haben, was irgendwo gemeldet ist. Okay. Ist noch nichts, keine Meldung. Gut, passt soweit. Da ist einer, aber der hat nämlich ein abgelaufenes Kennzeichen. Den nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal ganz kurz unter. Der hat ein abgelaufenes Kennzeichen, den dürfen wir, der darf ja eigentlich nicht weiterfahren. Was? Wer? Wer? Der da! Du hast gerade... Moment, kleiner Freund hier. Hallo. Unerlaubt die Straße. Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Das macht doch jeder mal. Natürlich, aber nicht in meiner Hand. Aha, du hast also ein bisschen, scheiß bisschen verdächtig zu sein. Oh, einmal den Ausweis, bitte. Natürlich, bitteschön. Ich glaube, vielleicht haben wir doch einen richtigen. So, du dürftest einen Waffenschein haben. Und der Führerschein... Er hat gerötete Augen. Der hat bestimmt gekifft, der Typ. So, machen wir mal... Erstmal Verstoß bestrafen wegen der Umweltverschmutzung. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis Ach, Quatsch. 25 Dollar. Ach, kommen Sie schon. Ja, nicht so Müll, viel? Natürlich nicht. Ach, das war falsch. Das war richtig.
Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Yep. So, gerötete Augen. Anscheinend überlegen. Illegaler Betäubungsmittel. Könnte, oder? Wir machen mal eine Durchsuchung. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Vielleicht hat er ja was. Mal gucken, was er hat. Marihuana. Aber auch nur 14 Gramm. Nein, nur 14 Gramm. Natürlich hat er nichts. Er darf ja, selbst wenn er kiffen will, hat er nicht genug mit dabei. Also, das ist dann ja okay. Ja, ich kann ihn nur wissen, wo Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich lasse laufen. Der hat nichts getan sonst. Der hat jetzt eine Strafe gekriegt. So, warte mal. Person hat Abfall weggeworfen. Stopp. Hallo, entschuldigen Sie, Herr junger Mann. Festhalten wegen dem Abfall. Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Kommt nicht wieder vor. So, Verschuss bestrafen auf jeden Fall wegen dem Abfall. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem $25 Bußgeld belangen. Warum ist das so teuer? Darum, weil es geht. So, machen wir mal eine Perso-Frage. Komm. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Ja, natürlich, Officer. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Oh, Ausweis abgelaufen. Was heißt denn das? Du kriegst auf der Straße PSA hinterher. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen $75 and $100. Sie vermiesen mir den Tag. So, alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Machen wir mal weiter. Oh, tschüss. Der Nächste, der sich direkt unbeliebt hat, ist der Kollege... Ist der Kollegin. Oh, was Blondes. Hallöle. Mariola, ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Nein, Officer, Sie müssen sich irren. Ich hab's genau gesehen. Warte mal, ich mach mal die scheiß Taschenlampe aus. Sie sind nicht. So. Verstoß bestrafen wegen der unerlaubten Straßenüberquerung. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die $20. So viel Geld habe ich nicht. $20 hat auch jeder. So, ansonsten, ich kann nichts anderes machen, außer... Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, ich muss halt laufen lassen und das tue ich auch, weil ich kann nichts machen. So, gut, dann gucken wir mal, ob wir noch was hinkriegen. So quasi kurz vorm Feierabend für uns. Gucken wir mal gerade kurz. Scheinbar alles okay. Eigentlich sollten wir Rasa kontrollieren. Aber egal. Wir haben genug schon bekommen, wie wir bekommen wollte. Oh, da vorne sehe ich doch was. Was Verdächtiges. Das Auto da vorne. Den möchte ich gerne nochmal schnell... Warte mal, darf der hier mal parken? Nö, darf er nicht. Also kann ich nach. Schlüpfe ich ihn ab. Kriegst du einen Strafzettel wegen Falschparken? Auf jeden Fall die besondere Haltezone, weil es ein Taxi-Haltedings ist. Hä? Das ist Taxi oder nicht? Hätte mir nicht gerade gesagt, dass ich das. Doch, hier, Tourzone. Also, Taxi. Oh, werde ich abgezogen. Okay. Die kriegt er auf jeden Fall. Aber warum kriegst du? Ja, ich werde den jetzt abschleppen lassen, der muss ja weg. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Tschüss. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. So, dich kriege ich da vorne auch noch.
Das wird dann das Letzte sein, was wir heute tun. So. Festhalten wegen der unerlaubten Straße. Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Der Sie Grund, haben mich erwischt. Tut mir leid. Sie ist höchstens einsichtig. Dafür kriegst du doch einen Stoß hinterher. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ist leider so. Oh, mein Ausweis. Ausweis, bitte. Und jetzt pass auf. Ja, Officer. Bitte schön. Sarah, das ist das Letzte, was wir heute machen. Ist okay. Also theoretisch kann sie ja gehen, der hat ja nichts. Laufen lassen. Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Und dann ist für uns heute Schicht im Schacht. Und wir machen Feierabend für heute. Schön, Sie zu sehen, Officer. Ja, was? Hallo. Zu sehen. So, dann machen wir mal. Warte mal, das ist doch hier eine Dings, ne? Den kriegen wir noch, komm. Abgelaufen. Nicht abgelaufen, das ist tatsächlich in die falsche Richtung. Den nehmen wir noch mit. Der war jetzt gerade mehr oder weniger auf dem Heimweg aufgefallen. Der war jetzt auch schnell mal auf dem Heimweg auf. Dass du hier aber parken? Kurz vor dem Linksübergang, nö, ne? Halt mal kurz. Ja, zu dicht dran. Ja, ich habe auch zwei Autos mitgenommen, die quasi uns gestört haben. Und wir machen jetzt Feierabend. Wenn ich jetzt den noch da sanktioniere, dann dauert das wieder ewig. Hallo. Ja, ist egal. Person gerade Abfall weggeworfen, das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Wir machen nämlich Feierabend für heute. So, was haben wir denn hier? Parken? Ja, gut, okay, passiert. So, das eine parken. Oh, Graffiti-Vandalismus! Halt die Augen nach Graffiti-Spray auf und erwischt sie dabei, wie sie eigentlich in der Stadt Brighton für uns. Du hast eine neue Stadt freigestellt. Du kannst ihn auswählen, sobald du 5 Schichten deiner aktuellen Woche abgeschlossen hast. Okay. Wir haben jetzt. Oder ist schon. Packen in Taxi-Haltezone. Okay. Wir haben jetzt Downtown noch zusätzlich freigeschaltet. Gucken wir gerade. Haben wir das irgendwo jetzt zu sehen schon mal? Nee, ne? Zeug Downtown. Zeug Kombi. Ich hab jetzt offiziell noch mal eine Schotter. Ach nee, ich hab vorher schon. Wenn ich 5 Schichten in einer Woche. Gut, das. Ach nee, wir können ja gar nicht. Oder? Nee, wenn wir Urlaub haben. Einen Tag. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr wieder anschauen würdet hier bei Let's Play. Ach warte, man fällt gerade auf, nämlich 37, doch. Es gibt 3 große Stadtteile. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Also 1, 2, 3. Wenn wir hier 10 Sterne haben, haben wir das, den zweiten ganz großen Stadtteil freigeschaltet. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.